auf den See gegangen und gleich auf den Goldini getroffen. Hey, da ist Bahn. Ja, ich war auch schon auf dem See. Da ist nix. Ich gucke hier gerade rum und kämpfe gegen Radfratz. Ja, jetzt ist mein Mauzi gestorben. Hallo, mein Gürtel. Los, darf kommen. Los, darf kommen. Ich habe es nicht Penis genannt. Kannst du ja auch nicht. Eben deshalb, ja. Man kriegt sogar von wilden Pokémon Pokédollar. Kann ich? Ah. Warte mal, gerade nicht. Ich habe gerade einen Kampf zu Ende und habe drei verletzte Pokémon. Ach, das ist praktisch, wenn man den Teleport nach zurückfindet. Warte mal, Das ist aber irgendwie behindert, dass man Surfer schon anhören kann. So, jetzt kannst du gegen mich kämpfen. Zu spät, bin schon weg. Nach unten geschwommen? Ja. Okay, komm ich mit. Server message automatically saves your data. Ich gehe jetzt noch mal runter in die erste Stadt und schaue mich da um. Vielleicht gibt's da irgendwelche Quests. Nee, gibt's nicht. Da steht, wenn man denn eine Gilde gründen kann. Aber sonst. Gott ist mein Horn so nützlich wie ein Stück Brot. Wampe, kämpfen wir gleich nochmal gegeneinander. Kämpfen wir gleich nochmal gegeneinander. Ja, ja. Ich rede einfach mal mit allen NPCs und Ding. Wow, Bob sagt gar nichts. Oh, nur zu du bist sogar eine Wampe. In einem Battle. Ach komm. Gut, probieren wir es aus. Ah, shit, gekillt. Frage ich nochmal im Pokelabor alle Leute, die da sind. Es sind aber nur verkaufen, heilen und Pokémon geben. Ah, da bist du, Wampe. Lass mich nur schnell zum Pokécenter. Ich bin auch noch zum Pokécenter. Meine vier sind auch alle halb tot. Beziehungsweise sind tot. Ich muss immer das Fenster wieder hochschieben. Gibt's hier einen Markt in der Stadt? Ja, oben rechts in der Ecke. Ja, ich habe noch 36 Pokédollar, das ist natürlich von vorne. Wer ist hingekriegt? Ich habe mir 5 Pokebälle und 5 Tränke gekauft, mehr nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Encounter-Rate irgendwie komisch ist. Die ist nicht zufällig. Ach, da ist der Shop. Mann. Guildmaster. Hello there, I'm Guildmaster. Manager of the team is a Pokeball. I help you to create the team. All you have to do is step into the new team and I will help you to every step along the way if you wish to see it. The cost of creating a team is 1 million Pokédollars. Als voll. Ja, wir können dann ja mal, wenn irgendeiner von uns 1 Million Pokédollar hat, können wir ja mal ein Team machen, okay? Ja. Stirb doch mal. Ups, das will ich fangen. Ach, gekillt natürlich. Ja, klar, gell? Also in der ersten Stadt ist wirklich null.
Ja, und hier ist zu viel in der zweiten Stadt, habe ich das Gefühl. Quest oder Quest bringt auch nichts. Q-Bone, Hochdatabase, Compare-Start, Spook-Database. Bringt mir alles nichts. Ante, so soll ich auf dich warten, damit du mich battlen kannst. Ja, ich muss noch irgendwie sterben. Ich warte hier auf die Schwampe. Ich hab nur halt nur ein Pokémon. Dann geh doch ins Pokémon Center. Nee, ich geh jetzt sterben. Ich bin schneller da im Pokémon Center. Das kostet ja nichts. Das ist das Witzige. Ich glaube, ich frag mal den Mod. Ach, was denn? Für was ich genau machen muss. Also interessieren wird's mich schon. Ich geh jetzt erstmal durch und laber halt mit allen NPCs. Ne, ich gehe einfach mal nach rechts, vielleicht ist da ja was. Ups. Route 6 ist da. Lampe, bist du tot? Ich bin unterwegs schon. Gut. Ne, Route 5 ist nach rechts. Stand da nicht auf dem Schild Route 6? Ich bin nach rechts gegangen und da war Route 5. Da gibt's schon Level 7 Pokémon. Warte mal. Hä? Ich bin unfähig, das Richtige zu drücken. So. Dieses Spiel ist Scratch. Also vom Kampfsystem ist das Ding mal so unausgereift. Das Teil hat gerade Fadenschuss Scratch. Auf mich gemacht. Fadenschuss auf mich gemacht. Ich hatte davor was? 1 HP. Danach hatte ich 2. Ich glaube, mein Mauzi ist stärker als deins. Vielleicht. Ah, jetzt kommt Gekka, boah, jetzt ist lustig. Also meine Mauzi ist trotzdem stärker. Oh, scheiße. Lol, der hat einen Pikachu Level 2. Verdammt, ich verliere. Ja. Central Ocean Beach. Yay, 10 Pokédollar gekriegt, theoretisch. Ich habe auch 10 verloren. Theoretisch. Warum habe ich von denen nicht 300 gekriegt? Your Win-Loss Ratio, 1 zu 1. Prepare for battle. Ja, ich warte. Ah, jetzt. So, jetzt müssen wir nur sterben, also. Dann kann ich mich wieder im Pokémon Center. Es ist nicht schlecht, aber so richtig buggy. Yep. Ey, mein Holny ist so nutzlos wie der Pimmel am Part. Ja. Also, let's see who's the coolest of us two. Tentacool. Oh Gott, das ist ganz schlecht. Ich hab halt ein Feuer-Pokémon, ne? Naja. Ey, ich hab nur scheiß Pokémon gerade im Moment. Außer Shiggy. Shiggy ist gut. Ist auch komisch. Ist auch komisch, dass Tackle mehr Schaden macht als wie heißt es nochmal? Blubber. Akkulare? Oder Blubber? Blubber. Ich hab gegen dich ganze Tackle eingesetzt, weil du hast Dings gehabt, Käfer-Pokémon. Erste Generation Pokémon sind toll. Komm hier auch irgendwie nur, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl? West Ocean. Komisch, ich habe besser trainiert als du. Ich habe jetzt auch einfach nur mehr trainiert als ich. Ja, ich bin die ganze Zeit im Gras und... Was hat die gesagt? Moment. Die muss ich dann nochmal bekämpfen. Weil das wüsste ich ganz gern, was die jetzt gerade gesagt hat. Hey, da ist ein Haus. Esteban! Lol, ein Style-Level. Yay, mein Mod versagt, tot, nein. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Es kostet nix. Es kostet nur nix, zum Glück. Ja, aber ich muss den ganzen Weg nochmal laufen.
Mhm. Okay. Ich habe auch gerade einen sinnlos langen Weg. Ich bin an einem Strand gleich. Ach, das sind... Ach, die Bäume, wo er der Snuffing hier sagt, das sind wahrscheinlich Bärenbäume. Ja, denn da hole ich doch der erstmal meine Bären her. Ja, ich habe bisher an jedem Baum, da sind keine dran bei mir. Ja, dreimal kannst du raten, wer sie wegschnurrt ganze Zeit. Tja, da wo ich hingehe, war man noch nicht. Wo gehst du denn hin? Zum Strand. Also zum Scenic Route 1. Oh scheiße. Man kann keine Pokémon fremd trainieren. Also, wie bei normalen Pokémon. Ja, habe ich auch schon probiert, geht leider nicht. Ach so. So Split oder wie? Ja, das ist scheiße. Nein, nein, nein.